Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Let's Play Together Ranch Simulator. Wieder mit dabei die Susi. Hi. Und der Teuropa. Hallo Manni. Hallo. Ja, wir hatten eben das Problem, dass die Aufnahme gehakt hat. Wir haben also mittlerweile zwei Schweine eingeladen. Wir haben die Autos abgeholt, beziehungsweise Susi ist noch unterwegs. Und ja, die Kühe sind gemolken. Und ich warte hier im Augenblick auf die Susi, dass sie mit dem Auto hier ankommt, damit wir. Bin gleich bei. Damit wir dann zu dem Manni fahren können, weil der ist schon vorgefahren mit dem LKW zum Laden. Sag mal, du kannst mich doch auf der Karte sehen. Fahre ich richtig oder fahre ich falsch? Karte. Du fährst falsch. Okay. Entgegengesetzte Richtung. Okay, komme ich da zu Manni an oder? Du sollst nicht zu Manni fahren, du sollst zu mir kommen. Ja, aber ich bin doch falsch abgebogen. Gibt's ja hier nicht noch? Umdrehen, umdrehen, einfach umdrehen. Okay, gut, dreh ich um. Nun komm schon. Ach, Vierradantrieb, komm, lass grüßen. Milch und Eier habe ich schon mal verkauft. Okay. Fahre ich jetzt richtig? Ich kann nicht alles machen. Ich kann ja auch noch auf der Karte. Links oder rechts rum? Schnell, 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 bevor ich bremsen muss. Brrr, okay, ich bremse. Nein, entgegengesetzte Richtung. Entgegengesetzt, ja, genau. So, komm mit du. So, jetzt kommst du genau auf mich zu. Stehst du schon an der Straße oder was? Nein, ich stehe auf dem Hof. Okay. Na, diese Lenkung, die ist ja hier echt zum Mäusekriegen, also da. Fahr doch einfach mal. Ich weiß nicht, wo. Ach, ich sehe es, jetzt sehe ich es. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin auf dem Weg. Wenn ich nur Beifahrerin bin, dann sehe ich das auch nicht alles. So. Okay, jetzt bist du um die Ranch rumgefahren. Ja, macht nichts. Guck. Stopp. Nee, hier, komm, mach du das mal hier. Flop. So. Ja, der zieht aber gut ab, muss ich sagen, auf der Straße. Das ist klasse. Ja. Und er lässt sich gut lenken. Lass mal was probieren. Jo, das geht auch. Ups. Ja, klasse. Das war ein Stein. Warum liegt der auch so dicht an der Straße? Ich stelle mir gerade vor, dass es jetzt dabei bei den Autos auch noch eine Kollisionsabfrage geben würde. Also sprich mit Schaden. Mhm. Da sage ich jetzt gerade mal nichts zu. Soll ich aussteigen? Willst du ihn haben? Okay, er will ihn haben. Wo willst du den hier? Kann man den hier reinmachen? Ich glaube nicht. Nur der eine, ja, ne? Ja. Oh, jetzt ist einer auf dem Grundstück gespawnt. Guck mal. Ja. Ja, an den kommen wir eh nicht ran. Doch, kommen wir. Ja, um das. Warte mal, ich weiß ja nicht, ob wir das überhaupt einladen können. Ja, darum, ich warte ja hier. Ich bin ja hier bei dem Totenbären.
Ich glaube, aufs Dach können wir was packen. Das probieren wir aber erstmal. Na toll, kannst du nicht mal auf die Karre springen hier. Jetzt. Ich denke mal von vorne drauf, ne? Ja, ja. Aber mit reichlich Anlauf. Lass fallen, dann nehme ich's. Brauchst nicht hoch. Warte mal, kann ich das nicht da hochpacken? Nein, kann ich nicht. Das ist zu weit weg. Musst du dich daran. Genau, dann geht's. Da. Gut, haben wir 4 Stück auf dem Dach. Passt doch. Er braucht aber eine ganze Weile, bis er wirklich dann in die Gänge kommt, ne? Dann 4x4 ist ja bekanntlich schwerer, ne? Ja. Aber dadurch ist er natürlich auch ein bisschen träger und lässt sich ganz gut lenken. Ich hab das gesehen. Ich hab's vor allen Dingen gehört. Komm hier nicht ran. Ach, hat er schon geschlachtet, okay. Ach, fahr mal ein Stück zurück. Nun wartet doch mal. Lass mich doch erstmal abladen. Oh, wenn du jetzt drängelst, dann komme ich da gar nicht mehr hoch. So. Oh, Manni. Ah, dachte jetzt, dass du läufst. Ich warte jetzt immer. Daran muss aber der Entwickler arbeiten, sage ich dir doch. Das die, ist, die Kollision ist einfach. Das ist scheiße, furchtbar. Ist das. Das ist zu eng. Also das normalerweise müsste man aneinander durchkommen. Ja, genau. Ups, hier geblieben. Mach du das mal auf deine Art. Sind wir durch? Wenn du den Eierkorb hast, ja. Milch schon verkauft? Alles weg schon. Und los. Verkaufen, 1050. So, wir haben 4042. Das ist gut. So, dann fahre ich mal wieder nach Hause, kümmere mich ums Viehzeug. Ja, wir gucken noch mal, ob wir hier noch was... Ja, ein Bär war ja auf jeden Fall dann noch, ne? Jetzt fährt er nach Hause, Manni, Bär. Ja, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Wir machen jetzt, bringen erst das Zeug weg und dann gehen wir noch mal kurz. Upsasa. Oder wir bleiben jetzt heute noch hier, weil es ist ja schon spät. Ja, genau.
Dann laden wir das ab und dann ist Ich gut. halte extra hier, weil er hat, der braucht etwas mehr Platz zum Einparken. Ups. So, jetzt. Was machst du da? Meinst du mich? Ja. Ich Du hast will. dich einmal komplett um die ganze Kuh gedreht, ja? Während du ge gemolken hast. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe eine ganz normale Sicht gehabt auf die Kuh. Okay. So, Braune, wo steckst du? Hätten wir jetzt nicht eigentlich zwei Schweine noch mitnehmen sollen? Eigentlich schon, ja. Sauber machen. Alles gut, ich habe das jetzt gemacht, also Ah, alles weg. ich habe jetzt gerade noch einen Kuhfladen gefunden. Echt, den habe ich, den suche ich, weil Kuhfladen habe ich gar nicht gefunden von den Viechern hier, von den Schweinen Hey ohne Küken, Ende. du bleibst da drin, bitte. Oh, die brauchen Wasser und Futter. Nee, sonst ist alles okay. Ja, ich kann höchstens noch mal los und noch mal zwei Schweine holen. Wenn das von der Zeit her noch passt, ja. Wenn ich sage, mal genug Geld dafür haben wir ja alle mal. Bleibst du da? Also nur zwei, oder wie? Ja, erstmal. Ja, mir ist egal. Es ist nicht mein Geld. Hallo? Da wir ja die Autos jetzt alle haben, die wir wollen, kommt es ja jetzt nicht mehr so drauf an. Das ist richtig. Also vier. Ja, wenn du vier kannst du transportieren oder was? Ja. Mit dem LKW, ja, dann bring vier mit. Bring vier mit. Ich räume hier hinten den Schuppen auf. Unsere Hühner vermehren sich gut. Ich muss jetzt morgen, aber bei Tageslicht muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben mittlerweile vier Hähne. Ui. Mhm.
Nicht, dass uns die Hennen ausgehen. Richtig. Müssen wir erstmal die überschüssigen Hähne verkaufen. Aber das ist ja was, was ich mit dem Kleinen auch machen kann. Das kannst du im Dunkeln auch nicht mehr richtig erkennen, egal. Gemolken war fertig, ja. Aber eine Milchkanne fehlt. Ich habe alles mitgebracht, was wir gehabt haben. Aber hier stehen jetzt nur zwei Milchkannen. Wo ist das gelandet? Oh, komm mit, komm mit, komm mit, nicht abhauen. So, ich habe sie beide rausgeholt. Die legen sich beide hin, also es ist keine Gefahr. Oh, hinter mir liegt eins. Kannst du das mal wegnehmen? Ich komme da nicht mehr durch. Komm, Fetti. Fetti, bist als nächstes dran. Ja. Die, wo natürlich jetzt wach sind, die... So, ich habe mal die Bretter hier gestapelt, vernünftig. Und du kriegst die Viecher nicht weg hier. Und uns rennen die Schweine weg. Da. Und direkt das nächste, was da wieder hinrennt, ne? Ja, ja, Wahnsinn. Wo rennen sie denn? Soll ich mithelfen? Ja. Ja, zur Abwehr. Ja, ich hab's um. Boah, die rennen uns jetzt langsam alle weg hier. Wird immer mehr. Ach, das kommt da nicht raus, weil du zu dicht dran bist. Ja, Gott sei Dank kommt das Ding nicht weg. Sag mal. Wieso? Ich hab dich doch schon... Und dreht sich direkt um und haut wieder ab. Das geht nicht. Vorfahren, warte mal, ich fahre mal ein Stück. Nein. Tür zu. Okay. Tür zu. So, jetzt. Boah. Da draußen rennt eins rum. Echt? Ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, am besten hier hinten durch die Tür. Weil da sind im Augenblick keine. Ich mach gleich hinter dir zu und stell den LKW weg. Jetzt bist du doch vorne durch, okay. Ja, weil das war ja da gerade. So, noch mehr? Nee, ich glaube, jetzt haben wir alle. Hier sind 3, 4, 5, 6. Und 3, 2 Kühe. 7. Weg hier. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 4 ist noch 1, hier ist noch 1, 2, 4, 6, 7, ja, hier sind 7 Stück, 1 fehlt. Ja, ich komme jetzt diesmal da ganz vorne hoch. Da draußen ist auch noch 1 hier. Ja, ich hab 1. Das sagte Susi ja gerade. Wie haben wir denn, wie viele Schweine? 8. Ach, da haben wir schon, okay. Ja. Oh, der Rasenmäher nervt jetzt hier. Ach, da hinten kommst du durch. Ja, aber komme ich nicht, weil... Nee, der Rasenmäher jetzt...
So, Tür auf. Oh, Schwein macht Platz hier. Nee, ja. Komm nicht rein. Lass es los. Genau. Warte. Jetzt. Super. So, gut. Ey, Manni, lass doch jetzt laufen, das war jetzt egal. Sind doch alle innerhalb. So, nur damit man sie alle gesehen hat. Ja, sind alle da. Und du bist die Nächste. Aber sicher doch. Wieder 1.15 Uhr. Ab ins Bett. Da. So, gute Nacht. Guten Nächte. Gute Nacht. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.